Doch weder die Absender noch die Adressaten solcher Botschaften, das wurde heute in der Debatte unterstrichen, lassen sich von der Wahrheit belehren. Sie beharren einfach auf ihrer Verschwörungstheorie. Das ist in Deutschland die Verschwörungstheorie vom großen Austausch, die besagt, dass der Flüchtlingsstrom aus Nordafrika, den wir seit 2015 erleben, gezielt gelenkt wird und losgetreten wurde von manchmal der NATO, manchmal einer mysteriösen Finanzoligarchie, die die Islamisierung Europas anstrebt, indem im Grunde das deutsche Volk ausgetauscht werden soll gegen ein muslimisches Volk. Was haben wir hier? Dies ist die offizielle UN-Seite, wie man sieht. Und dort findet sich ein Dokument genannt Replacement Migration, das heißt austauschende Migration. Worum geht es da? Es geht darum, ganz einfach, eine Bevölkerung auszutauschen, die altert. So, gucken wir uns das mal an. Hier ist nochmal erwähnt, Replacement Migration. Hier steht drin, dass Deutschland wohl die größte Menge von Migranten benötigt nach einem gewissen Szenario, was hier aufgeführt ist. Gucken wir uns das mal genauer an. Hier gibt es Szenarien, die dargestellt werden. Und bei Szenario 5, bei dieser Datei, das verlinke ich auch nochmal in dem Video, wird dargestellt, wie viel Migranten die Länder bzw. die EU, Deutschland, benötigt. Dort steht ganz klar in diesem offiziellen Dokument, ich erwähne nochmal offizielles Dokument, dass keine Migration benötigt wird bis 2015, so steht das hier. Und wann begann diese Migrantenkrise? Tja, genau, ab 2015. Alles nur Zufall, oder? Und dann stehen hier noch so schöne Zahlen wie durchschnittliche Migration pro Jahr. Das ist alles das, was jetzt erst gekommen ist. Dieses Dokument ist aus dem Jahr 2001. Also dort wurde das Ganze erstellt. Das ist interessant, nicht wahr? Aber das ist ja alles nur eine Verschwörungstheorie, die überhaupt nicht der Realität entspricht. Komisch. Was ist denn das hier? Ein Fata Morgana? Man kann es sehen, hier oben. Es ist alles verlinkt auf der offiziellen UN-Seite. Alles, was in den Medien kommt über dieses Thema, scheint einfach nur strikt gelogen zu sein. Und im Anschluss kommt noch ein kleines Video, was das auch nochmal zeigt. Ich habe dieses Video im größeren Maßstab schon einmal hochgeladen, 2015. Es hat über 160.000 Klicks gehabt. Und das nur noch ein ganz kleiner Ausschnitt, um zu belegen, wie die Medien lügen, beziehungsweise was den Wahrheitsgehalt angeht der Mainstream-Medien. Und dieser Wahrheitsgehalt scheint nicht besonders hoch zu sein, wie man sieht, denn tja, mehr als Fakten kann man nicht liefern.